Ich habe vorhin gesagt, Mentoring, okay, Coaches, von externen Coaches. Achtung, das ist ganz wichtig. Ein Mentor, ein Coach hat nicht die Aufgabe, dich zu motivieren. Ein Mentor, ein Coach hat die Aufgabe, dich zu reflektieren, dich zu führen mit seinen Erfahrungswerten, mit dem Wissen, das du vielleicht in deinem Alltagsleben nicht kannst haben, beziehungsweise generell in deinem Leben hast nicht können ansammeln, beziehungsweise die Erfahrungen auch nicht hast können machen. Das heisst, ein Mentor hat nicht die Aufgabe, dich zu motivieren. Du musst das auch aneignen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich brauche Motivation, kannst du mich motivieren? Du musst sagen, ich kann dich nicht motivieren. Du kannst dich auch nicht motivieren. Darum sind all die Leute, die sagen, ich gebe dir Motivation. Du musst aufpassen, sehr vorsichtig sein mit solchen Leuten. Oder? Also Motivationstage können gut sein, es können, oder Motivationsseminare sind sinnvoll, denn wenn man im Prozess ist, dann kann es wirklich einen Klick machen, dann kann etwas passieren in dir. Aber in der Regel passiert bei den Menschen, die Seminare gehen und ein bisschen umeinander tanzen und umeinander hüpfen, bei denen passiert meistens nichts, weil sie sich mit dem Leben, mit der Sinnhaftigkeit, mit der Vision, mit den wichtigsten Fragen im Leben gar nicht auseinandergesetzt haben. Deswegen passiert bei diesen Menschen auch nichts. Sie hören dir den Guru zu und der tut dort vorne irgendwie jaulen. Und aufgrund dessen ja, gehen sie heim und sagen, ja, ich bin richtig motiviert, dann mache ich jetzt noch ein paar Selfies, stellen das irgendwie auf Social Media Channels und dann haben sie das Gefühl, sie sind motiviert. Am vierten Tag merken sie, hey, es passiert nichts in meinem Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass man versteht, nachhaltige Erfolge können nur dann entstehen, wenn man sich wirklich auf die intrinsische Motivation konzentriert, beziehungsweise das Ganze von innen aus lebt. Ansonsten wirst du versagen. Deswegen bitte Fokus auf die intrinsische Motivation. Und wie ich vorher gesagt habe, ein Mentor kann dich nicht motivieren, aber ein Mentor kann dich von gewissen Handlungen abhalten, beziehungsweise dich warnen und sagen, hey, weißt du was, ich bin den Weg gegangen, ich würde es einfach nicht so machen. Ich würde das, 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 so und so und so machen. Und dann, dass du einen Sparring-Partner hast, dass du dich auch laufend kannst austauschen, das hat nichts mit Motivation in dem Sinn zu tun, dass der irgendwie dich motiviert, sondern dich eigentlich laufend justiert mit gewissen Denkanstößen, mit gewissen Gedankengängen, dass du auch mit jemandem kannst dich austauschen, der deine Probleme nicht löst, aber dich in eine Richtung lenken tut, aufgrund von den Erfahrungswerten und aufgrund von dem Wissen, wo du vielleicht im Alltag oder in deinem bisherigen Leben nicht hast können ansammeln können. Das ist sehr wertvoll. Motivation, okay? Motivation bedeutet Motiv, das heißt, du musst Gründe finden. Das heißt, im Wort Motivation haben wir das Wort Motiv, okay? Das heißt, du musst dich mit den Gründen befassen. Und je mehr Gründe du findest, weshalb du das machen willst, was du machst, umso einfacher ist es für dich, auch den Schmerz zu ertragen, den du dann wirst im Laufe von dem Prozess erleben. Es ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Mit 5 Gründen wird der Schmerz unerträglich sein. Aber wenn du jetzt 50 Gründe aufschreibst, wieso du den Weg willst gehen und wieso es du wirst schaffen, wieso es dich draußen braucht, wieso ein Mensch wie dich das verdient hat, dann ist es einfacher, den Schmerz zu ertragen, dann wirst du den Schmerz gar nicht spüren, egal was kommt. Du wirst es auf die Seite stossen und du wirst deinen Weg gehen. Deshalb, je mehr Gründe du hast, umso entschlossener bist du, umso kräftiger fühlst du dich und deswegen wirst du es auch schaffen.